Hallo liebe Leute, heute wieder mit mir und mit dir und heute spielen wir wieder mal Space Engineers, wie man so schön sieht. Und heute habe ich für euch eine Map von dem Ersteller Gnigget oder Gnigget, je nachdem wie man den ausspricht. Die Map heißt X-Wing mit oder YZ Wings. Ja, die Dateigröße ist so 2,16 B. Wurde das erste Mal, das letzte Mal veröffentlicht am 12. Januar, also ist gar nicht mehr so lange her, ungefähr vor 9 Tagen oder so. Ja, ja, mehr steht auch, also steht auch nicht in diesen Beschreibungen drin, deswegen schauen wir uns das einfach mal an, das Schiff. Ich habe jetzt hier die Waffe, die wollte ich gar nicht ziehen. Ist noch von einem anderen Spiel. Okay, so. Also sieht für mich schon mal aus wie so ein X-Wing Fighter aus Star Wars, ne? Da habe ich schon ein paar Zuschauer, die das bestimmt gefallen würde, das Teil. Von der Ansicht her. Es sieht schon cool aus. So, ich finde, es sieht fast originalgetreu aus. Fast, naja, weil komplett kann man das eh nicht machen. Aber es ist schon sehr, sehr nah dran. Bis jetzt sieht auf jeden Fall geil aus. Ich fliege damit auch. So ist es nicht, ne? Hier oben hat er ein Geschütz dran. Ja, da hat er Geschütz dran. Das sind hier. Nee. Das sind Geschütze. Das auch. Und das sind Raketenwerfer, ne? Ja. Glaube ich, ja, genau. Was haben wir denn hier? Mit den schwarzen Übergehen sieht natürlich cool aus. Und mit so viel Energie, was der hier hat. Oh, mein Schatten. das sieht ja. Wie hat er das hingekriegt? Das ist. Dieser typische D2, ach du mein Gott, habe ich ganz vergessen, obwohl ich gestern erst angeguckt habe. Weißt du, diese kleinen Roboter, diese, was soll das darstellen? Sieht ja mal so geil aus. Cool. Okay, hier hinten hat er zwei kleine Düsenantriebe und hinten auch. Ne, sind nur die Energiedinger, ne? Ja. Also nicht Energie, aber ja, das eine ist alles anders. Hier hat er auch schön gebastelt. Sieht aber geil aus, finde ich. Richtig schön. Ach, das sind Motorized Wings. Ach, weil man die aus- und einfahren kann. Ach, das sind Motoren. Ah, jetzt. Ja, cool. So viel habe ich damit noch nie rumgespielt. Ehrlich gesagt. Okay, steigen wir mal ein. Und düsen wir mal ab. Wenn es dann. Ich mache mal die Außenansicht. Das höre ich doch besser. Da ist halt ein bisschen langsam, weil die Schubgrößen halt nicht so krass sind. Gibt da drei Raketen, sag ich da. Vorbei von den mittleren und dann noch von außen. Okay. Okay, da probieren wir das mal mit diesen Rotoren aus oder Motoren. Ich weiß gar nicht mehr, ob der, wie die das benannt haben. Also. Drehmoment, Geschwindigkeit, unteres Limit, oberes Limit. Aktueller Winkel, Bremsmoment. Wie macht man denn das gleich? Wenn der 16 Grad hat, kann man. Was ist denn bei dem denn hier? Oh, 44? Und das bei. Oh.
Ha, 17. Das könntest du gar nicht genau einstellen, ne? Sagen wir mal 44 hier. Und dieser mal minus. Ungefähr 44. Okay. Okay, da ist er nicht so gut gebaut. Also der hat schon cool gebaut, aber ich meine jetzt, das ist jetzt nicht so ganz so gedacht für meine Spielereien anscheinend. Dass der ganze Ding einfach mal zu dreht. So, ich mach das mal so, dass es so fast aufeinander drehen würde. Wenn es denn jetzt überhaupt noch funktioniert. Das ist die Frage, ne? Ach, die falsche Richtung geht's da auf. Moment. Hä? Also müsste man nicht so 17, sondern oberes Limit. Ich probiere gerade das Ding ja noch zu richten. Also ganz kurz so. Irgendwie spinnen die Rotoren so. Die kann man gar nicht mehr so richtig. Machen wir die ganzen Motoren aus. So. Guck mal, wo will denn der hin, der komische Motor? Da dreht sich ein Wolf. Da bei 0 Grad, 44. Schauen wir mal hier. Ich glaube, man, die muss man eh schneller, langsamer drehen lassen, die Dinger. Aber so, jetzt habt ihr mal das Schiff gesehen, wie man das Schiff, jetzt hat man mal gesehen, wie man das erfolgreich kaputt macht, das Teil. Erfolgreich hat's nicht so. Müsste man das vielleicht. Ich glaube, das ist ja so gedacht, oder? Guck. Ja. Ihr habt es gesehen, das Schiff. Sieht toll aus, ne? Oh. So. Also für den Ersteller tut es jetzt mir leid, dass ich jetzt diese, also meine kopierte Map jetzt etwas verunstaltet habe. Ich hatte das einfach nicht mit den Winkeln so drauf. Hätte vielleicht noch reinschreiben müssen, welchen Winkel oder so man einstellen hätte müssen, um das gerade zu kriegen und wieder das schräg hat. Ist ja cool gewesen. Ja. Also, das nehme ich mal als Schlussbild und sag mal bis Tschüss und bis später. Bis zum nächsten Video. Tschüss.